Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Und wie man hier es sehr kennen kann, handelt es sich um Global Pharma. Ja, man wird es so jetzt direkt nicht erkennen, aber Global Pharma ist ein ganz besonderes Spiel. Es ist nicht nur ein einfacher Farmmanager, sondern wenn man hier unter den Lizenzen steht, kann man auch sehen, From OpenStreetMap. Das heißt, es ist mit diesem Spiel möglich, quasi euren Hof in euren eigenen Straße zu erstellen. Wenn es ist, den Stadtpark zum Maisacker zu machen, das wird auch gehen. Oder man geht mal wirklich aufs Land, nimmt vielleicht den bekannten Hof von nebenan und baut ihn quasi selber auf, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Aber das sehen, schauen wir uns am besten direkt selber an. Wir wählen unsere Region. Am liebsten Deutschland. Und ich muss mal eben kurz raustappen. Ich habe mir schon einen Hof rausgesucht. Also wenn der Garderol auf der Micmap-Zelle ist, habe ich mir da was anderes ausgesucht. Nicht unbedingt um die Ecke, aber... Oh. Ja, das hat sehr gut funktioniert. 70, 179. Ist natürlich jetzt nicht übernommen. Ja, falsches Format. Wir können kürzen. Das ist zumindest das, was mir Google ausgespuckt hat. Und jetzt wird hier die Karte geladen. Wir gehen in die Obergrafschaft. Also wer es hier den Busmanager kennt, der weiß, da sind wir auch damals gestartet. Aber ein bisschen woanders. Beziehungsweise die Karte ist deutlich kleiner. So, Schwierigkeitsgrad. Der Garde hat zum Beispiel leicht gehabt. Also ihr habt mich ein bisschen schon mal schlau gemacht. Leicht kommt mir aber ein bisschen zu einfach vor. Weshalb ich jetzt sagen würde, wir nehmen normal. Wer weiß, vielleicht ist das sogar im Nachhinein sogar zu schwer. Das kann vielleicht auch sein. Aber schwer, das ist wirklich hardcore. Also wer auf schwer wirklich seinen Hof bewirtschaftet, Hut ab. Ich hätte fast gesagt, wenn das hier bei euch gut ankommt. Und wir haben, ich hätte fast gesagt, alles erreicht. Da kann man ja mal wirklich mal so eine Challenge machen. Man startet wirklich auf schwer. Vielleicht sucht man sich sogar, weil du wahrscheinlich viel von Hand arbeiten musst. Vielleicht sogar tatsächlich eine Gemüsebauregion. Ja, und dann gucken wir mal, wie sich das am Ende entwickelt. Ja, Felder müssen jetzt erstmal alle generiert werden. So wie es hier auf dem Bild aussieht, sieht es natürlich nicht aus. Aber man kann auf jeden Fall, denke ich, am Ende mitarbeiten. Was auch, ja, sehr interessant ist auch die Maschinen, die hier teilweise eingesetzt werden. Die sind auch wirklich angelehnt an einigen echten Maschinen. Also da würden wir vielleicht, wenn es aus der Early Access kommt, auch irgendwie wünschen, dass es vielleicht quasi dieselbe Maschine mit einem anderen Design eventuell gibt. Das wäre interessant. Ja, und das hier ist er. Das soll unser Hof sein. Hier hätte er eigentlich eine Biogasanlage, hier hinten jede Menge Kuhställe, hier auf der freien Fläche sind Siloanlagen zum Drüberziehen. Und ja, hier oben ist die Stadt Bad Bentheim. Und man kann auf jeden Fall sehen, es ist auf jeden Fall ein bisschen was. Wobei, wenn ich mir jetzt so angucke, ich glaube, das könnten 4x4 Kilometer sein. Ich glaube, es würde fast ein bisschen eher hinkommen. Gut, hier unten flackert es ein bisschen, das ist jetzt nicht ganz so schön. Im Testlauf konnte ich eigentlich sogar den Golfplatz hier umpflügen. Aber gut, wir platzieren dann mal unser Haus. Oder unseren Hof. Ja, erstmal natürlich ein kleines Tutorial. Und wir sollen als allererstes ein Feld kaufen. Empfohlen 1 Hektar. Ja, kann man machen. Muss man nicht. 1,19 Hektar nehmen wir das. Gehört sowieso Schulte-Siering, also von daher passt das. Das Feld kaufen wir. So. 2 Arbeiter brauchen wir. Sehr schön.
Ja, jetzt kann man natürlich eine Feldfrucht auswählen. Das heißt, wir klicken auf das Feld, gehen auf Anpflanzen und suchen uns was aus, was wir gerne haben möchten. Weilgras geht schnell und einfach, das funktioniert eigentlich fast immer. So, und den Kopfsalat ist es zu kalt. Und zu wenig Sonnenschein. Und ich glaube, du bist hier zu viel Ton und zu viel Sand drin, ne? Aber gut. Wir ziehen das so ein bisschen passend. Sagen 91%, dann kriegen wir das relativ früh hier rein. Ja, das passt schon. So. Saatbett vorbereiten, aussehen. Und Ernte ruhig in voller Besatzung arbeiten. Und jetzt bestätigen wir das Ganze. Und jetzt wird das Ganze vorbereitet. Aussaat in wenigen Tagen. Hier wird alles fleißig vorbereitet. Alles ausgesät. Und jetzt springen wir bis zur Ernte. Das Ganze dauert jetzt 60 Tage etwa. Und der Saat kommt vom Acker. Die kleinen Mannekes, die laufen da jetzt hoch und runter. Und wir haben unsere erste Ernte eingeholt. Wir gehen mal auf normal. So, wir sollen es verkaufen. Machen wir gerne. Und einen Auftrag akzeptieren. Können wir machen. Mal gucken, was bauen wir an? Zwiebel oder Möhre? Ich glaube, wir nehmen mal Möhren. Da haben wir zumindest einen Auftrag. So, und wenn wir jetzt auf dieses Häusle-Symbol gehen, sehen wir unseren Hof. Das passt zwar mit der Landschaft überhaupt nicht übereins, aber gut, es muss halt auch irgendwie relativ einfach gestaltet sein. Und jetzt können wir einiges bauen. Straßen, Tiere gibt es auch. Hühner, Schafe, Kühe. Auf Kühe hätte ich sogar ehrlich gesagt so richtig Bock irgendwie. Ja, jede Menge Maschinen. Also man kann sehen, das soll Lemken wahrscheinlich sein. Das wird Kuhn sein. Bei den Traktoren noch offensichtlicher. Deutz, Fendt, Klaas. Natürlich ohne offizielle Lizenz. Deshalb sieht man hier auch die Logos nicht. Aber wäre auf jeden Fall irgendwie schön, wenn die hier noch verschiedene Varianten haben. Zum Beispiel irgendwie eine John Deere-Variante oder eine Case-Variante. Aber vielleicht kommt das ja auf Dauer. Wo ich noch nicht hintergekommen bin, ob das eventuell auch modbar ist. Würde mich jetzt persönlich eigentlich interessieren. Weil ich denke mal, dann wird es vielleicht seitens Modder oder so am Ende kommen. Aber mal abwarten. Wir bauen erstmal ein bisschen Straße. Platzieren hier einen Parkplatz. Wo wir unsere Maschinen unterstellen können. Beziehungsweise eben auch Lager. Was brauchen wir eigentlich für Möhre? Ein Kühlhaus. Setzen wir hier noch ein kleines Kühlhaus hier in die Ecke hin. Gleich hier vorne. Sehr schön. Fahrzeuge. Kleiner Traktor. Dann Saatbereiter. Also eine Art kleiner Mini-Grubber. Obwohl Grubber ist nochmal was anderes. Ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Egge. Gemüsesaatmaschine und eine Wurzelerntemaschine. Die ist irgendwo hier hinten. So, baue ein Kühlhaus, haben wir. Nährstoffe erhöhen. Kauf einen Düngerstreuer. Das kriegen wir auch hin. Und nutzt die Funktion Düngen. Dann gehen wir wieder zur Karte. Und was brauchen wir? Wir wollen ja Möhren anbauen. Keinerlei Stickstoff und kein Kali. Ich glaube, da machen wir es ganz einfach. Wir düngen einfach mal Volldünger.
Und dann macht er uns das am nächsten Tag einmal fertig. So, kaufe eine Schlauchtrommel und bewässere dein Feld. Das machen wir gerne. Bauen. Maschinen. Kommt eine Schlauchtrommel. Die kommt hier zwischen. Da wollen wir das Feld einmal bewässern. Unkraut soll entfernt werden. So, spurbreitenmäßig passt das eigentlich überhaupt nirgends richtig rein. Also stellen wir das Ding einfach vor der Erntemaschine. Einmal spritzen. Und jetzt sollen wir den Auftrag an sich beenden. So, also 33%, kein Kalium. Dann werden wir noch einmal Kali streuen. Und bringen nochmal Stickstoff aus. So, dann haben wir einen zu erwartenden Ertrag von 84%. Da kann ich mit leben. Bestätigen das Ganze. Theoretisch können wir auch pflügen. Aber das lassen wir mal erstmal zu Beginn. So, und jetzt müssen wir erstmal warten bis zur Ernte. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Aber das werden wir sehen. So, was haben wir geerntet? Wir haben geerntet 1235 Kilo. Das heißt, den Auftrag können wir sogar tatsächlich abschließen. Auftrag erfüllen. Wunderbar. Ein Schafstall wird erfordert. Dann baue ich noch ein bisschen Straße. Bauen. So. Straße. Denn ja, jetzt bin ich gerade überlegen, ob es sich anbietet, hier hinten die ja, gut, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus. Würde ich sagen, machen es folgendermaßen. Wir setzen hier dann noch ein T-Kreuz ein. Und dann kommen hier hinten die ersten Stallungen. So, ein Schafstall mit insgesamt 6 Schafe und produziere Wolle. Das kriegen wir hin. Dafür brauchen wir allerdings eine Wiese. Mal gucken. Was ist so? Was bietet sich eigentlich an? Eigentlich wäre es ja natürlich nicht verkehrt, wenn die Weiden direkt am Hof sind. Kaufen wir mal das hier. Und machen daraus Weideland. Für Schafe. Theoretisch könnten wir noch einen zweiten Stall bauen. Aber wir lassen das mal erstmal. Ja, und wir müssten eben das Feld vorbereiten. Ist jetzt die Frage, was baust du noch um die Zeit an? Man könnte vielleicht für Folgejahr Raps nehmen, dann bräuchte man eine neue Erntemaschine. Das wäre noch durchaus denkbar. August könnte ich mir gut vorstellen. Wachstumsdauer 90 Tage. Nee, das ist mir dann auch ein bisschen. Oliven wachsen hier überhaupt nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Ich würde sagen, wir nehmen mal Weidelgras.
Gibt's so an sich auch eine spezielle Saatmaschine für, aber wir lassen das mal so. Bereiten einfach mal alles vor. Und dann soll das passen. So, Weidelgras braucht, glaube ich, auch noch ein Lager. Lagerung. In einem belüfteten Lager. Kommt dann hier. Ne, warte, das Lager haben wir ja schon. Ne, warte, Möhren kommen im Kühlhaus. So. Lüftetes Lager, dann können wir auch das Weidelgras lagern. Dann haben auch unsere Schafe über Winter was zu fressen. Vorteil am Weidelgras, Stickstoff und Kali erhöht sich quasi von sich aus. Also von daher ist das auch ganz gut. So, verdiene Geld. Das kriegen wir, denke ich, auch auf Dauer hin. Zum Beispiel, wenn man hier die Wolle, die man dann produziert, am Ende verkauft. So, ein bisschen Geld haben wir damit verdient. Bisschen müssten wir noch, aber das dauert ein bisschen. Ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.